Natürlich mit Hilfe von Selbstzeit und allem, aber... Und so schnell möchte ich den auch nicht... Ich glaube, wenn ich das wieder mal jetzt playen würde, würde ich den Boss von hier reinschneiden. Ganz ehrlich. Oh, was haben wir denn da? Die kenne ich gar nicht. Ah. Wieso hat man die nie gesehen? Das wäre doch mal eine Auftraggeberin gewesen. Die geht, die irgendwie retten oder so, ja. Aber aus mit ihrem großen Melon herum, bieben macht die auch nichts. So. Das Geile ist aber, dass Gunthilda immer noch nicht besiegt ist. Ich meine, jetzt kommt theoretisch, chronisch gesehen, chronologisch gesehen, kommt jetzt Grunty's Revenge für den GBA. Und dort erschafft sie einen Roboter, der quasi irgendwie, ja, statt sie aus dem Gestein zu retten, hilft der ihr, Banjo zu töten, ne? Also, versucht. Und jetzt lass ich mir überlegen. Dann kommt logischerweise Banjo-Tooie, wo ihre Schwestern ihr Skelett ausgraben und sie wiederbeleben möchten. Dann kommt Banjo-Kazooie Schraube locker, wo sie als Skelett wieder irgendwie aufersteht und dann, also sie wieder gar nicht richtig besiegt. Selbst jetzt. Also, ich finde das wie bei Terminator so richtig unnötig. Man besiegt diese Gegner, Bosse immer wieder und sie sind eigentlich immer wieder da, statt einfach zu sagen, irgendwie, ja, kettet doch die an oder ich weiß nicht was. Ne, was? Es war nett. Und ich habe auch nicht alles gezeigt noch. Das kommt noch. Das kommt noch. Das mache ich jetzt noch. Wenn die hier noch ein bisschen labern, schau mal, was das so auf Twitter Neues gibt. Nicht, dass das was Neues geben muss, aber ich schau gern vorbei. Okay. Neue Follower. Das ist immer wieder schön. Gibt's auch für YouTube Neues? Ist das am Stream oder wieso schläft mir ja YouTube fast ein? So. Gut. Gut. Soweit, so gut. Will nichts sagen, aber ich hab's langsam gesehen. Snacker heißt der. Okay. Bloop. Dem hat mir eigentlich nie groß zu tun. Ich bin ein bisschen am Entspannen, Entschuldigung, wenn ich nicht so viel rede. Dieser Boss war jetzt gerade ziemlich heftig. Und ich bin wirklich froh, habe ich das per Emulation gespielt. Ich glaube, sonst würde ich bis nachts um 3 dranhängen. Und ja, es ist mitten in der Woche und da will ich eigentlich nicht so lange sowas bleiben. Es ist nett, dass ihr alle Charaktere aufzählt, aber so wirklich interessieren tut mich das eigentlich nicht. Ehrlich sein soll. Alter, muss ich jetzt wirklich wissen, wie hier jede Schneeflocke heißt oder was? Sorry, aber das interessiert mich nur. Nicht gemeint, Vero, nicht gemeint. Übrigens gibt es ja das Gerücht, dass Yooka-Laylee ist ja kein Gerücht mehr. Aber es gibt ja ein Gerücht, dass
Rare selber auch an einem Banjo-Kazooie arbeiten soll, scheinbar, soweit ich weiß. Und ja, was sagt ihr dazu? Stimmen die Gerüchte? Wollt ihr das sehen? Will ihr das Spiel kaufen, nutzen, verfluchen? Leute, echt jetzt, ist wirklich nett, aber ich brauche hier nicht jeden einzelnen Grashalm beim Namen zu kennen. Ist wirklich nett gemeint, aber nein, danke. Danke, 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 aber nein, brauche ich nicht. Seid zu gütig, aber bitte. Ich würde lieber mal gerne euch, Zuschauern, noch ein paar Sequels zeigen. Ja, Bosse gibt's jetzt keine mehr. Zum Glück, zum Glück. Ich möchte euch trotzdem noch ein paar Wachen zeigen. Paar Sachen. Sachen. Komm, komm, komm. Chomp. Ha, der heißt auch Chomp. Chompa. Gut. Ich twittere mal. Skype mal ein bisschen. Da, 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 da. Ja, mit einer Hand kann ich nicht so gut schreiben. Also wird das jetzt wirklich noch dieses Schiff, jede Schiffsschraube noch aufgezählt oder was? Man Roblin. Okay. Der heißt Jump. Und die Kiste heißt wohl Kisti. Und das Wasser Wasri. Und der Boden Bodi. Und die Hütte Hütti. Und das Glas, das Fenster Fensteri. Und der heißt Big Glocke. Das Loch heißt Big Locho. Und der Steg heißt Big Stego. Die Bienen heißen Bino. Die Waben Wabo. Das Haus Hauso. Schneeflocko, Schneeo, Bodeno, Ranko. Nee, jetzt komm jetzt. Ich komm hier echt noch jetzt mit jedem Fünker, das uns was antun kann. Cheeto, ja, den haben wir leider. Doch, den kann man benutzen, glaube ich. Hier kommt irgendwie nirgendwo hin mit den Melonen. Darf ich mal ihre Melonen angrapschen? Also, gut, die Frau kommt mir suspekt vor, weil sie eine Banane hat. Okay. Okay. Bilder zeigen Sachen, die ich verwenden im nächsten Spiel. Aha. Hast du das gehört, Kazooie? Sie machen. Das heißt wie. Ja, das war noch vor Conker's Bad Fur Day. Das heißt also, dass. Dass damals die Spiele noch Rare-typisch eher knuffig waren und. Ja, also die Geschichte mit Banjo, ich meine die Geschichte mit Conker's Bad Fur Day, ihr kennt die ja, denke ich. Und nein, ich werde das nicht let's playen. Ich bin kein großer Fan von Conker's Spielen. Beziehungsweise Conker's Bad Fur Day. Ich kann Rare ja verstehen, dass sie das damals so gemacht haben, aber ehrlich gesagt, die Technik war gut und so, auch viele gute Ideen mit Filmparodien, aber ja, keine Ahnung. So Kehrtwendungen bei Entwicklern finde ich irgendwie, als trotz, ja, alles so scheiße zu machen. Also es ist nicht scheiße, nein, aber ja, wie soll ich das sagen? Hä? Was soll man? Okay. Woo-hoo!
Wo soll das überhaupt sein? In welchem Level? Spiral Mountain? Ach so! Und wo ist das? Wo soll das sein? Das ist alles in so versteckten Levels. Ja, ich könnte euch das zeigen, aber weil ich das selber noch nie gemacht habe, ja. Ja, genau, das ist ja der Eisschlüssel, ne? Aber ganz ehrlich gesagt, und ich komme dann noch dazu. Ja, das Spiel wurde natürlich gemacht, bevor Banjo-Tooie gemacht wurde. Und ich sage euch gleich mal zum Voraus, wieso es sich nicht lohnt, dass man das jetzt holen soll. Ja? Was sage ich euch dann noch, wenn wir soweit sind? Auch komisch, dass das hier in 32-Bit dargestellt wird. Es ist PlayStation-like. Wieso auch immer. Wenigstens kann man jetzt mal das Ding beenden. Ich will euch bald. Gut, es ist ja schon nett gemacht, ne? Aber es ist schon spät und dann möchte ich mal ins Bett und. Ja, er hat ihm noch seinen Spaß. Ja, ein Pirat sticht in See. Captain Blubber. Er versucht hier was zu deichseln. Schwer, aber ich muss meine Herrin retten. Gefunden habt ihr alle Puzzleteile. Beim nächsten Mal, da gibt es keine. Okay. What you say? Sie end. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Also lange nicht. Schon bald. Aber ich zeige euch noch ein paar Sequels. Ich erzähle euch noch ein bisschen was über das Spiel. Über die Fortsetzung. So, aber eigentlich haben wir es beendet. Und wenn jetzt alles klappt, möchte ich euch noch ein Easter Egg zeigen. Was aber nicht sein kann, ob ich es schaffe, euch das zu zeigen. Nein, das geht nicht. Wenn man hier beim ersten Spiel, also bei allem, ganz, ganz schnell drückt, dann kann es sein, dass zum Beispiel Banjo aus dem Bett fliegt. Ja, durchs Fenster. Gut, jetzt möchte ich euch was zeigen und dafür muss ich raus. Ach ja, ich muss also die Steuerung wieder anders einstellen. Entschuldigung, kurz. Controller Config. C-Button oben ist das. Und L ist das. Ja. Das ist halt Z das. Das ist L. So. So stimmt es wieder. Ja. Gut. Ich möchte jetzt was zeigen. Zwar, und ich habe da wirklich stundenlang verbracht damals. Ich gehe hier so runter. So. Das klappt nicht gut, wenn es klappen würde. Wir gehen zu Banjos Haus. Ja, wir haben jetzt eigentlich alles gemacht. Und während ich euch dann was zeige, zeige ich euch was. Hier, das habe ich euch gezeigt. Ach ja, ich wollte euch noch was anderes zeigen. Genau. Aber wisst ihr was? Das schneide ich euch dann rein. Ja. So. Hier kann man... Jetzt muss ich überlegen, wo kann man hier hinschauen? Ich glaube, wenn ich das hier ansehe. Ne? Ich dachte ja eigentlich. Was kann man denn hier alles ansehen? Ah ja, genau. Das Bild von Tootie. Also Tooie. Nein, Tootie heißt sie. Sollte eigentlich klappen. Hallo. Muss ich überlegen. Das ging doch. Ach, das geht. Was? Bottles? Nein, nicht so. So meine.
Hä? Das ist nice. Entschuldigung, ich habe das schon seit über 20 Jahren nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt ein bisschen doof mich anstelle. Gott, wie geht das schon wieder? Muss ich das jetzt echt googeln? Ernsthaft jetzt? Save State. Banjo-Kazooie. Mini-Games. Ja, Mini-Games. Mal sehen, ob ich was finde. Minigames. Ja. Eat, ba-ba-ba. The Pyramid Mice Spiel, Within the Limit. Ja, das war auch nicht das gemeint. Puzzle Game. Da hab ich was? Puzzle Game. Bottles Moving Picture Game. Ja, Bottles! Okay. Also, move in the secret minigame. You also look at the bottles above the mantel. Also, get me near the game board, moving and picture scene from Banjo Kazooie. Split into two. Okay, das sollte eigentlich gehen. Man muss hier drauf schauen. Ja, genau! Endlich! So, wir haben ein neues Minispiel entdeckt: Bottles Minispiel. Das zeige ich euch jetzt noch. Oh ja, das zeige ich euch jetzt noch. Ja, ja, vielleicht auch gut so. Blablabla. So. Okay. Man muss jetzt das hier lösen. Man kann den Joystick benutzen. Teil auf der Seite. Linken rechts und Zehner kannst du sie drehen. Ah, okay. Gut, das Teil kommt wahrscheinlich hier hin. Nein, kommt nicht. Kommt hier hin. Nein, kommt auch nicht. Hä? Hä? Ach so, da. Okay. Und das kommt wahrscheinlich hier hin. Nein, kommt hier hin. Ja. Wenn das reinklopft, dann stimmt's. Ja. Und dann hat sie mich Zeit. Beim ersten Mal schon noch. Das kommt sicher hier hin. Das kommt dorthin. Das dahin. Also ich finde es ein wirklich schönes, nettes Minispiel. Ja, komm, über eine Minute haben wir noch Zeit. Das ist auch keine Frage der Lage hier. Das gehört hier hin, ja. Und ich mache nur eins. Ja, ich mache nur eins. Ganz ehrlich. So. So. So, so. Das gehört wohl hier hin? Nein. Hier hin? Nein. Aber hier hin. So. So. So, ja. Schaffen wir das. Das schaffen wir doch. Und das letzte. Gut, und so geht's natürlich immer weiter. Ne, das geht immer weiter so. Gut. Hör mir gut zu, stampf so auf die Bodenplatten der Sandburg an der Totoro-Kauf. Da ist das wunderbare Wort Bottles Bonus. Und ach ja, hier kann man die Cheats freispielen, genau. Aber die Cheats werde ich jetzt nicht ausprobieren, nein. Also man kann hier Cheats ausprobieren, wie gesagt, keine Ahnung, was unendlich Eier und sowas, aber... Weil ich möchte mal sehen, was Cheeto ist. Was ist eigentlich Cheeto? Das werde ich kurz nachschauen jetzt. Sorry. Verlauf, Bottles Game. Banjo Kazooie Cheeto. Cheeto. Auto. Okay. Ich war bereits nicht Englisch. Deutsch. Wo ist Cheeto? Ach ja, der ist ja
dort im Schneegebiet. Oh nein, nein, da gehe ich jetzt nicht hin. Nein, das könnt ihr vergessen. Aber was ich euch jetzt noch zeigen will und auf dem Weg erkläre ich euch noch was Folgendes. Also, die Eier und den Schlüssel, den man ja sieht, den kann man einsammeln und benutzen. Theoretisch. Denn eigentlich was gedacht, das habt ihr sicher schon gewusst, dass man die Eier und den Schlüssel einsammeln kann und dann in Banjo-Tooie benutzen kann. Ne? Was ja auch für das N64 rauskam. Und das hätte so klappen sollen, dass man das Game startet, das lässt irgendwie, also es gab irgendwie eine Anleitung und dann bei eingeschalteter Konsole, hätte man dann das Spielmodul auswechseln müssen zu Banjo-Tooie, aber zwei große Abers gab es. Erstmal hat Nintendo selber immer gesagt, man soll das ja nicht tun. Nie ein Spiel rausnehmen, wenn die Konsole läuft. Weil, da kommen wir zum zweiten Punkt, das Spiel beschädigt werden kann. Und Nintendo kann natürlich nicht empfehlen, was sie eigentlich warnen. Und auf die Gefahr hinzu, dass wirklich das Spiel beschädigt werden könnte. Ne? Und deshalb haben sie es ganz einfach in Banjo-Tooie gelassen. Ne? Man kann hier das einsammeln und so, aber ehrlich gesagt, es bringt nichts. Es bringt nichts. Denn man kann es nicht freischalten in Banjo-Tooie. Es nützt uns nichts. Man kann natürlich mit Cheatcodes, mit Hacks und so das eh freispielen. Was mache ich jetzt nicht? Und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch gar nicht, was es alles bringen würde. Aber gut, das wollte ich euch nur erklärt haben. Und wir gehen jetzt noch zum letzten Puzzle. Also, das habe ich euch ja gezeigt im Click-Lock-Wood-Level. Das letzte Puzzle in Guntis Welt. Und ja, ich hätte auch alle gute Feen aufsuchen können, um das Geheimnis von, ja, die Fragen aber mit dem Safe-State im Quiz habe ich es auch so lösen können, ne? Also, verzeiht mir, dass ich da den einfachen Weg genommen habe. So, jetzt müssen wir hier in Click-Lock-Wood zur Biene werden. Also, wie gesagt, Entschuldigung, wenn ich hier den Cheeto und die Puzzles und die Eier und den Schlüssel nicht suche, aber sie sind, also besonders die Eier sind einfach unnötig. Es sind, also wer sich was Gutes tun will und sich beweisen will, wie er das kann, soll es. Ne, aber ich mache das jetzt nicht fürs Let's Play, denn ich finde es auch nur unnötig. Und es ist wirklich unnötig, weil es ja nichts freispielt. Weder in der Emulation noch im richtigen Spiel. Also, danke, aber nein. So, ich gehe kurz hier noch holen und sage in dem Sinne schon mal danke fürs Zuschauen. Das Let's Play hat lang genug gedauert. Komischerweise hatte es, als ich es anfing zu Let's Playen mit Fraps, keine Probleme gehabt. Aber als ich es dann im Sommer letzten Jahres weiterhin Let's Played habe, hat es mir durch Fraps meinen Computer irgendwie, keine Ahnung wieso, aber es hat mir den Computer gelahmt, die Musik gelahmt, alles gelahmt, das tut mir wirklich leid, deshalb habe ich das jetzt gestreamt und diese Vögel gehen mir einfach voll auf den Keks. So. In Click-Lock-Wood alle Noten holen war auch eine Kunst für sich. Ich habe das zweimal gestreamt, weil wir irgendwie Norton den Save State des Spiels, nicht den Save State, aber den Speicherstand gelöscht hat. Komischerweise. Wo bin ich überhaupt? Und deshalb muss ich das im Stream nochmal machen. Zum Glück habe ich es im Stream dann nochmal. Ich wollte euch damit nicht langweilen, deshalb habe ich es auch nicht aufgenommen. Ja, gut. Aber das war Banjo-Kazooie. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, das zu Let's Playen. Mein Lieblings-Jump'n'Run auf dem N64. Ich habe es lieber als Mario 64, ganz ehrlich. Und es war ja auch so, dass Nintendo Rare eigentlich erlaubt hat, ein Spiel zu machen, das besser ist als Mario 64. Das haben sie ja auch so mitgemacht bei Diddy Kong Racing.
Diddy Kong Rising war ja unter Kritikern und Fans beliebter als Mario Kart 64. Obwohl ich da wiederum Mario Kart mehr mag, weil ich es einfacher finde, ehrlich gesagt. Aber von der Qualität her, von den Möglichkeiten her und alles, ist Diddy Kong Rising besser. Ganz ehrlich. Das sagt fast jeder. Und ja, wie die Geschichte von Rare und Nintendo ausgegangen ist, das wissen wir ja ziemlich alle. Das wurde ja schon öfters beleuchtet, weil Nintendo Geld brauchte für Super Smash Bros. Melee und oder für den Game Boy DS. Also Nintendo DS, Entschuldigung. Und deshalb, ja, haben sie das dann so gemacht. Rare verkauft und Microsoft, die wollten unbedingt Microsoft. Und hatten sie bitte Geld. Die besten Leute von Rare sind dann aber wieder zu Retro Studios gegangen. Und haben erstmal Metroid Fusion, Metroid Prime gemacht und so weiter und so fort. Jo! Und jetzt sind wieder ein paar bei Gameloft und werken an Nokalili. Gut. Wie die Zukunft wird, was es uns bringt, welche Spiele es uns bringt, das sehen wir dann. Hier war übrigens das letzte Puzzleteil. Somit hätte ich das Spiel so ziemlich durchgezockt mit euch. Den Boss das erste Mal in meinem Leben. Ich glaube, damals hatte ich einen guten Kumpel, der das mir gezockt hat. Der war ziemlich frustresistent. Ich war jetzt ziemlich froh, habe ich das mit Self-State gemacht. Ich hätte es sonst nicht geschafft, ganz ehrlich. Und ich habe es auch nicht vorgehabt mit Self-State, weil ich nicht wusste, dass das N64 solche Self-States hat. Gut, damit möchte ich euch auch gar nicht mehr lange aufhalten. Der Stream war gut, war nicht groß besucht. Das macht mir auch keine Kopfschmerzen, weil ich das Material hier dann benutze für das Let's Play, die letzten paar Parts. Werde wahrscheinlich mal ein bisschen rausschneiden, damit ich euch nicht eine Stunde lang nerve mit einem Angebrülle beim Bosskampf. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich für euren Support und ja. Das heißt, wir sehen uns in einem der anderen Videos wieder. Ihr seht schon die Maus, weil ich hier den Stream jeden Moment stoppe. Also. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Support und vielleicht wird es mal ein Let's Play again, vielleicht in 10 Jahren oder so, keine Ahnung. Also, bis zum nächsten Video, bis dann, tschüss.